Komm schon. Was für eine Art und Weise, eine Party zu beenden. Ja, das war klar. Ich muss da wieder zurück. Und das verkacke ich jetzt. Ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich. So, da muss ich mal warten, bis der weg ist. Oh, ich muss wieder alles zurück. Die schneiden sich halt alle so perfekt mit dem Weg. Komm schon, dreh ich woanders hin. Damit ich dann nach oben komme. Gut, egal. Tschüss. Auftritt 29, Klineria. Abkürzung, 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 Abkürzung. Alter, welche Abkürzung geht denn wohin? Und wo ist ein Leichendepot? Wo ist denn hier ein Leichendepot? Ganz unten rechts. Und da ist gar nichts. Oh Gott. Das wird auch nicht einfach. Den Typen hier wollen wir nicht unbedingt verärgern. Oh, jetzt kommen zwei neue, oder? Sind zwei neue? Ich glaube schon, oder? Da unten ist ja auch einer, der da rumsteht. Oh nee. Das wird ein absolutes Durcheinander, das weiß ich jetzt schon. Oh ne, der geht wieder zurück. Der auch. Okay, ich muss über unten gehen, nicht über oben. Die Abkürzungen sind blöd, weil überall alles abgedeckt wird. Geht er jetzt nach oben? Okay, der geht dahin. Damit kann ich was anfangen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das Blut sieht irgendwie unecht aus. Nein, das kann nicht wahr sein, Alter. Ich bin gerade so gut durchgekommen. Jetzt geht der da wieder glotzen. Warum ist da nirgendwo was? Okay. Boah, bei dem Typen komme ich nur in... Oh Gott. Da oben bei dem Typen ist gar nichts. Ah, das Leichendepot ist jetzt auf seiner Seite. Okay.
Da oben kann ich mich auch verstecken und da drin auch. Da rechts gibt es halt nur ein Versteck. Aber dass das Leichendepot links ist, ist glaube ich besser. Dreht sich jetzt nochmal, oder? Aha, und jetzt geht er wieder. Na komm schon, Mann, der, bis der eine da weg ist. Pantomime oder Balletttänzer? Da oben ist halt viel Blut. So, dann wischen wir das da oben mal weg. Da kann ich mich auch verstecken, weil da auch ne. Schwierig, schwierig. Nein, das kann nicht wahr sein. Da hat mich ein Millimeter. Millimeter hat mich da erwischt. Dann nehmen wir mal die Leiche von da mit. Ah, jetzt ist das Ding wieder rechts. So schöne. Was stand da? Irgendwas mit so schöne. Oh, jetzt ist der Zornig. Scheiße. Der geht jetzt auch. Jetzt kommen zwei andere. Oh, blöder kann sie ja gar nicht laufen. Ja. Sind zwei gespawnt. Oh, nee. Ah, und der ist zornig, ey. Das ist nicht gut, Mann. Der geht da gar nicht mehr weg. Da links ist auch ein Leichendepot. Weiß nicht, das linke ist genauso kacke beschützt. Also wenn sich jeden Teil so angezogen hat, ist sie jetzt besser dran. Jetzt gehen wir nochmal kurz nach oben, oder? Ne, ich muss warten, bis er dann nach links. Komm, geh runter. Das nenne ich mal bauchfrei. Der ist so am Durchzischen da. Unfassbar. Im Moment nutzen zum Aufwischen. Nee, muss ich kurz warten, bis die beiden da weg sind. Entschuldigung, dass ich so wenig rede, aber ich muss mich da echt konzentrieren. Ich will jetzt nicht ständig sterben. Das ist, glaube ich, das vorletzte Level. Und haben wir es geschafft? Jetzt
sind wir durch. Ich muss nur ein bisschen ruhiger machen. Ich merke halt schon wieder, ich bin so ein bisschen nervös und mach schnell. Stranguliert und erstochen oder andersherum. So, bei dem Typen warte ich einfach, bis er da drüben ist. Dann verstecke ich mich mal hier. Weil bei dem Typen kommst du da unten nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob der mich nicht hört. Und der ist so zackig, der rennt mich einfach nieder. Bin ich einfach tot. So. Er steht da drüben, sehr gut. Muss nur warten, bis er wieder auf der anderen Seite ist. Oder so geht's natürlich auch. Das da wird schwierig. Die Leiche da oben. Das da unten wird, glaube ich, irgendwie schaffbar, aber... Das Blut sieht irgendwie unecht aus. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Da geht er. Oh oh. Nee, nee, nee. Ah, der geht da jetzt wieder im Kreis, okay. Nee, ich pack die zwei Leichen da zu ihm. Das wird schön, wir gehen. Okay, die gehen sie jetzt beide entgegen. Das ist natürlich nicht so gut. Zum Aufwischen. Boah. Das war knapp. Aber Blut haben wir soweit. Fehlt nur mal ganz wenig. Dann hätten wir sogar die 100% Blutding. Blutquote. Ich glaube, ich würde da sogar lieber außen rumgehen. Der kommt mir da wieder entgegen. Ja, ich verstecke mich lieber. Sonst bin ich geliefert, weil ich mich dann irgendwo verstecken kann. Aber es ist schaffbar, wir sind kurz davor. Wir müssen jetzt nur kurz... Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist, wahrscheinlich da, da. Das wird dann schaffbar werden, irgendwie. Seisches Outfit für solch einen Ort. Nein, 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 nein. Okay, das zweite habe ich jetzt nicht gelesen, Entschuldigung. Könnt aber zum Glück eh auf Pause machen. Habt ihr so einen kleinen Vorteil im Gegensatz zu mir. Ich habe die Chance nur einmal das Ganze zu lesen. Ja klar, ich könnte das Level nochmal machen, aber für die paar Kommentare. Nee, ich glaube, da will ich lieber anders rumgehen. Ja, da geh ich jetzt lieber nochmal im Kreis, bevor ich mir da jetzt irgendwas antue. Und dann kann ich alles nochmal machen. Darauf habe ich jetzt nämlich gar keine Lust. Das Spiel macht echt Laune, aber irgendwann willst du es auch fertig haben. Irgendwann willst du durch sein. So, wo geht der hin? Der geht jetzt nach rechts.
Der geht da wieder runter, alles klar, der geht so. Muss nur noch zum Ausgang, nur noch zum Ausgang. Auftrag 30, in Space, no one. Okay. Ah, das nur mit Kameras. Okay. Ja, gut. Noch immer angenehm warm. Ah, stimmt. Okay. Krieg ich denn das da mit dem Blut weg? Ich muss ja voll aufpassen, dass ich da nicht irgendwie reinslide. Oh, mein Blut, das ist schon ätzend, aber du kannst dich halt so ein bisschen nach dem Ding richten. Also du musst nicht vor was weglaufen. Leichendepot ist wo? Okay, Abkürzung ist da oben. Ah, die Abkürzung ist da. Ja gut, da gehe ich jetzt aber nicht lang. Wie kann ich denn da gehen? Okay, muss ich schauen. Was ist denn das für eine Abkürzung da? Die führt da ganz nach rechts. Muss ich halt schauen, dass da halt die Kamera nicht hinschaut. Und da komme ich dann zur Mitte. Komme ich denn da hoch? Okay, das kriegen wir hin. Das ist das letzte Level. Klare Sache. Einer. Was? Schiffsingenieure? Wie komme ich denn da rüber? Ah, das Weiße kann man auch wegwischen. Das Weiße ist sowas wie Alienblut, okay. Komme ich da wieder ganz rüber? Ja. Das hier war definitiv kein Mensch. Ja, das glaube ich auch. Das war aber ein Mensch. Klare Sache einer Schiffsingenieure. Komisches Deutsch. Gut, in der Mitte haben wir eine Leiche. Kann ich jetzt mal dahin? Ich schau mal, ob ich den Blutfleck da liegen lassen kann, weil ich will nicht in die Ding unbedingt rein. Ziemlich großes Loch in seiner Brust. Abgefahren. So, wie gehe ich denn jetzt? Muss ich jetzt unten lang, oben lang? So, da ist gar nichts. Die Kamera geht da und da lang. Okay.
Okay, das heißt, wir können bis da auf jeden Fall gehen. Dann da lang. Okay, und da kommen wir auch ohne Probleme rein. Oh nein, da war ja noch eine. Okay, ich glaube, ich mache das einfach ein bisschen anders. So, das Ding schaut weg. So, Dolly. Kriegen wir schon hin, das letzte Level. Es ist aber interessant, dass das auch so ein bisschen Zufallsprinzip hat, wo die Sachen liegen. Dass es halt random ist, sozusagen. Ah, diesmal haben wir sogar mehr erwischt. Wenn wir durchgehechtet sind. So. Warten wir kurz. Zack. Okay, wie ich darüber komme, weiß ich. Da oben ist nichts. Das kann nicht wahr sein. Okay. Puh. Das war ja knapp. Lustig, dass man das Weiße auch wegwischen kann. Das weiße Blut von diesen Aliens oder was das sein sollen. Nettes Feature auf jeden Fall. Aber den Kameras ist egal, wie laut deine Schritte sind. Die gehen ja nur nach dem, was sie sehen. Mist. Leiche von da oben kann ich auch holen, oder? Ich glaube, da ist auch nichts. Nein, da ist auch eine Kamera, die da wieder hinschaut. Alter, das kann nicht wahr sein. Oh, die Abkürzung ist weg. Oh nein, meine supergeile Abkürzung ist weg. Oh. Gut. Na gut, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Das ist ja noch relativ einfach. So. Jetzt können wir die Leiche da mitnehmen. So, Dolly, die.
führt das dahin? Die Abkürzung führt da ganz nach hinten. Schau mal, ob da irgendwas landet. Ich glaube nicht, nee. Okay, ich glaube, der tote Winkel von dem Ding ist da in der Mitte, wo der weiße Streifen ist. Ja, da schaut es nämlich nie hin. Okay, da drüben bin ich immer safe. Da ist sonst auch nichts oder schaut da wieder irgendwas hin, was mich nervt? Wir haben da drüben noch eine Leiche, wie komme ich denn da hin? Nee, ich raff das nicht. Boah, das eine da vorne ist ja richtig heftig. Wie schnell sich das dreht. Okay, von der Leichenanordnung ist es jetzt, glaube ich, besser. Wo geht das hin? Das geht da nach unten. Das ist auch nicht schlecht. So, wenn das Ding da nicht hinschaut. So, schnell hoch. Sieht nach einem harten Kerl aus. So, jetzt können wir da runter. Ein bisschen wischen. Bluthammer. Bluthammer fertig. Es fehlen nur noch die Leichen. Nein, nicht feststecken. So, wem war irgend so ein Alien-Ding? Blut haben wir aber schon. Also Blut muss man halt echt nicht alles machen. So, wir schauen mal, wie wir da rüberkommen. Dann gehen wir kurz runter, holen die Leiche und dann gehen wir wieder zurück. So. Warte mal kurz, bis das Ding da wieder wegschaut, die Kamera. Scheint der Captain gewesen zu sein. So, jetzt muss ich darüber noch. Wir müssen uns zum weißen Strich dann kämpfen.
Gut. Ding schaut weg. Ich frage mich, ob sie wohl die einzige Frau an Bord war. So, jetzt nichts überstürzen. Wir haben nur mehr diesen einen Beweis und dann können wir raus. Komm. Igitt. Da ist der Ausgang. Sehr gut. Tada! Kinobesucher. Wieder ein Achievement. Okay, Story-Aufträge haben wir alle. Bonusaufträge haben wir auch alle. Wir haben zwar nicht überall 100% Blut, aber wir haben auf jeden Fall alle Level gemacht. Outfits haben wir alle. Dann, Leute, würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute ist Mittwoch. Passt auf euch auf. Viel Spaß in der Arbeit. Und wenn ihr euch das am Abend anschaut, schlaft gut und träumt schön. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Und ich hoffe, dass euch diese Bonusaufträge nicht gestört haben, dass ich die jetzt noch durchgezogen habe, bevor ich ein nächstes Game aufnehme. Ich wollte das halt noch unbedingt fertig machen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.